Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow Tactics Blades of the Shogun. Warte, falsche Sprache, falscher Akzent. Egal. Erstmal muss ich hier klettern und dann muss ich gucken, dass ich irgendwie zu dem Yaguramon komme. Dieses Riesentor, damit wir die Leute vom Shogun reinlassen können, die für uns dann hier den Rest erledigen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die hier alle rumdappen. Oh, Mist. Okay. Zeit zum Laden. Hat ja super geklappt. Ich hab gar nicht Alter. Dass die so weit gucken können. Okay. Die können gar nicht hierher gucken, aber wie haben die mich dann da erkannt? Das war seltsam. So, noch einmal. Ducken wir uns mal, vielleicht klappt es ja dann besser. Ich weiß es nicht. Und die kommen da schon wieder. Da oben ist auch noch einer. Ich will das irgendwie hinkriegen, dass hier nicht noch mehr Typen auftauchen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass wenn die hier Alarm schlagen, kommt da was. Ich renn einfach mal. Hopp. So. Ups. Ich habe das Gespräch verpasst, aber irgendwie hat er, glaube ich, gerade gesagt, ich hätte nie gedacht, dass mich ein Shinobi rettet. So, jetzt gucken wir mal, wie weit kommt der da, wenn der hier... Ich hoffe nämlich mal, dass er den da nicht irgendwie erkennt. Ah. Knapp. Sehr knapp. Ich muss ja jetzt erstmal hier mit Hayato mich hier ein bisschen durchkämpfen, damit ich Mugen hier durchlassen kann. Aber da hockt ja der Depp da. Das ist nicht so gut. Geht das? Schnell! Verkackt! Nein, jetzt habe ich gespeichert, ich Idiot! Moment, Moment! Das da! Panikattacke! Klappt super! Hallo? Der will da nicht hinlaufen, weil ich aufs Dach klicke, oder was? Der ist nicht blöd. Das war nicht so gut getimed, würde ich mal sagen. Quatschen die miteinander? Ah. Wer hätte jemals gedacht, dass mich ein Shinobi unterrichtet? Okay. So, der war nämlich sowieso bloß betäubt. Manu, jetzt kommt die da wieder. Dieses Spiel sagt mir, mach mal langsam. Weil... Rumhetze bringt nix. Ja, ja, schön. Das Blöde ist, dass der Typ hier genau in dem Timing läuft, dass ich ihn hier eigentlich umnieten müsste. Aber so weit kann ich nicht hopsen. Und wenn er dann wieder weggeht, kommen die Typen.
und sehen mich dann. Das ist irgendwie blöder. Oh, ich kann in das Haus rein. Hallo, hopp's mal da runter. So. Mal gucken, ob das besser klappt. So, guck weg. Jawohl. Sehr schön. So, speichern. Ich habe ja den Timer ausgestellt, der normalerweise hier oben so nach einer Minute oder sowas kommt, der glaube ich. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn mir das Spiel sagt, ey, speicher mal lieber alle ein, zwei Minuten. Hä? So, jetzt. Wo sind die? Da. Ich glaube, ich warte einfach mal kurz. Jo. Bis die hier durchgelaufen sind. Der wundert sich jetzt nicht, dass sein Kollege da nicht mehr alle zwei Sekunden vorbeigelatscht kommt und sagt, was ist da los? So. Shuriken. Guten Tag. Ich nehme sie mal kurz mit und schmeiße sie in einen Brunnen. Platsch. So. Und jetzt, gut, dass ich den gesehen habe. Ist nur die Frage, wenn ich den jetzt da oben umhaue, ist das egal, wenn die da unten rumlaufen? Eigentlich sehen die das ja nicht, oder? Hüpf! So. Und rein da. Gute Nacht! So. Und jetzt kann ich mir gleich den Mugen zu Hilfe holen. Warte, lieber da rein. Ich weiß nicht, wie gut die sind in Gebüsche gucken. So, schön warten, bis die da durchgelaufen sind. Der kann mich nicht sehen, wenn ich da durchkomme. Aber ich muss auch ein bisschen warten, bis die Deppen da weg sind, weil sonst... ne? Ist das zu laut mit dem Shuriken? So. Aha. Ab in der Busch. Wo du rumliegen musst. So. Und jetzt kommt Mugen. Der hinkt ein bisschen, kann das sein? So, warten wir, bis die da durchgelaufen sind. Ich glaube, durch die Kugel geht's nicht, oder? Ich riskiere es lieber nicht. So. Hallo, Hayato. Ist auch gar nicht auffällig, wenn da plötzlich so komische Hörner da aus dem Gebüsch gucken, ne? Aber, was soll's. So. Ihr zwei seid gleich nicht mehr da. Und dann kommt Nelson und sagt, haha. Na los, na los. Lauft schneller. Je schneller ihr lauft, desto schneller seid ihr weg. Ja, schön, ja, schön. Und zack. Alter. Auch wenn da keiner ist, haut er die einfach halt mal alle um. Boah. Finde ich voll gut, dass der gleich zwei tragen kann. So, weg damit.
Hä? Hey, ich hab da was gesehen, ich dreh mich mal um. Hä? Komischer Typ. Boah, knapp. So. Ich glaube, das mache ich lieber mit Hayato. Einfach weil mir Shuriken besser gefällt. Ah, sehr gut. Ich habe irgendwie immer Schiss bei dieser Reichweite von dem seinem Todesgebrüll, dass der irgendwie Alarm auslöst. Wo ist er denn? Da ist er. So. Jetzt ist die Frage, die südliche Mauer braucht eine Absicherung. Ihr braucht gleich gar nichts mehr. So. Mhm. Das ist gut, dass ihr die Karte studiert. Ich hau's einfach mal um. Und Schlitz. So. Okay. Sieht irgendwie lustig aus mit diesen Fähnchen da. Ich versteck die lieber mal hier oben. Der macht voll die Geräusche anscheinend, wenn er da zwei Leute trägt. Das ist aber gut zu wissen. Der ist gerade ganz langsam ins Gebüsch gesunken. Habt ihr das gesehen? Um die Strohhüte muss ich mich ja nicht kümmern, oder? Die spielen da mit denen darum. Okay. Hayatos Clan gibt's wohl nicht mehr. Pass auf, was du sagst, Wache. So, warte mal. Jetzt müssen wir hier erstmal observieren. Da sind ein Haufen Strohhüte. Da ist noch eine Schriftrolle und da steht noch ein Typi. Wo glotzt der so in der Gegend rum? Oh. Das ist mir egal, wo der lang glotzt. So. Wenn der da weggeht, was jetzt der Fall ist, hängt der Mugen irgendwie am Zaun fest. Kein Plan warum. Aber da kann ich gleich wieder zwei Stück auf einmal weghauen. So. Und Schnitz. Boah, jetzt gerade gedacht, so hey Scheiße, der hat den einen gar nicht erwischt. Aber ich glaube. Der Mugen, der weiß schon, was er tut. So. Du kriegst einen Shuriken ab. So. Sehr gut. Warte mal, erstmal den da verstecken. Und dann die Schriftrolle lesen. So, sag an. Schattenmodus. Wenn du möchtest, dass verschiedene Charaktere zeitgleich handeln, benutze den Schattenmodus. Drücke Umschalt Hü, um in den Schattenmodus zu wechseln. Du kannst eine Aktion pro Charakter speichern. Drücke Eingabe, um alle gespeicherten Aktionen gleichzeitig auszuführen. Cool. Ich habe den Schattenmodus. Aha.
Oder für jeden Charakter einzeln. Wie mache ich das, dass die einzeln dann das machen? Wenn ich nicht, wie soll ich sagen, gleichzeitig, sondern ein bisschen Zeit verzögert haben will. Sagen wir so. Schneller, sonst dreht er sich wieder. So. Einen habe ich durch. Moment. So, damit der hier schon mal an der Tür ist. Hopp, dreh dich weg. So. So, dasselbe jetzt hier noch mit Reato. Das hätte in die Hose gehen können. So, Moment. Da ist so ein Dödel. Da ist so ein Dödels. Okay. Da ist noch eine Schriftrolle und da. Okay. Umschalt. So. Nochmal. Der kann eigentlich diesen hier machen. So. Der sieht ja nix. Schattenmodus aktiviert. Sehr gut. Ach cool, das Shuriken liegt schon irgendwie auf dem Boden rum. So. Weg. Und weg. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich das, dass ich die hier wegkrieg, ohne da irgendwie Alarm. Die stehen gerade noch in dem Sichtbereich von dem, wo er aber schon wieder nichts mehr sieht. So wirklich. Okay. Ah, wenn die miteinander reden. Warte mal. Hä? Kann ich nicht beide? Ich dachte, man kann beide sich anzeigen lassen. Wenn man hier so... Nein! Ich wollte gucken, ob ich da mit der linken Maustaste einen Rahmen ziehen kann. Aber geht auch nicht. Es geht nur mit der rechten. Irgendwie... So, auf jeden Fall ist jetzt die Frage, hau ich da jetzt halt mit dem Mugen rein, wenn der Typ da steht? Und mit denen labert? Oder warte ich, bis der da unten ist? Mach hier Schattenmodus-Style. Frage ist, okay. Es hieß ja, man kann mit dem Mugen nicht klettern. Der kann bloß Leitern benutzen. Also so diese Haken da an der Wand und so, kann der nicht benutzen. Deswegen wollte ich jetzt erstmal gucken, ob der überhaupt da hochklettern kann. Strohhüte sind ein Gegnertyp, der immun gegen Ablenkung ist. Also wenn ich da an so einen bestimmten Strohhut denke, der lässt sich leicht ablenken. Sie reagieren nicht auf Köder wie Mugen, Sake und Geräusche haben einen deutlich geringeren Effekt. Das heißt, wenn der Hayato einen Stein löschmeißt, machen sie kurz so, hey, was ist das? Alles klar. Wenn Strohhutträger eine potenzielle Gefahr ausmachen, schicken sie normale Wachen, die der Sache auf den Grund gehen. Bleiben aber penetrant vorm Tor stehen. Okay. Ist jetzt die nächste Frage. Dreht der sich um? Ich kann mit Hayato nämlich zum Beispiel auch gar nicht hier hochklettern und den da umnieten. Gucken, wie weit ich
ich nach vorne laufen kann. Und das springen kann er auch nicht. So, warte mal. Der kann auch bis dahin gucken. Gut, dass die so komische Punkte da oben auf der Birne haben, dass man genau sieht, wo sie hingucken eigentlich. Meine Chance, schnell. So. Das Coole ist, dass das Gebüsch da außer Sichtweite ist. Oh, okay, ich glaube, ich sollte die alle drei auf einmal umnieten. Das war mir jetzt schon zu gefährlich hier. Schnitz! Haha. Alter, wie lange braucht denn der, bis er umfällt? So, jetzt kann ich nämlich auch hier wunderbar. Wo ist er denn? Hä? Hä? Hier war doch so eine Schriftrolle noch. Die wollte ich jetzt lesen, verdammt. Weil ich dachte, ey, wenn die jetzt weg sind, kann ich das ganz gemütlich machen. Aber nee. So. Achso. Mach mal schneller. Okay. So. Alle Mann versteckt. Alle weg. So. Was ist das für ein X hier? Ah. Mein Ziel. Ah, das wird auch lustig hier. Da sind zwei so Stroh. Güte, was macht der für ein Zeug da? Das wird auch lustig. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich jetzt da durchkommen soll. Da sind vier Strohhüte. Und der glotzt hier direkt ins Tor. Und der? Hä? Wie kann der nach vorne gucken? Der hat seinen komischen Teller da vor der Birne. Der guckt auf der Bude. Der sieht hier vorne gar nichts. Ah, jetzt. Okay. Der kann das Tor nicht sehen. Also geht's bloß um den hier.誰かいるようだ。たくまどのに違いない。第三部隊の射撃の名手だ。同志が二人来たか。ヤグラモンを破壊したいんじゃろ。なら、老いぼれの話を聞いてみんか。頭を使えば、火薬だる一つでヤグラモンを開けられる。門の近くに樽を置くんじゃ。 わしが爆発させ、しかし直接通れる道はない。地上からではうまくいかん。櫓門の上に続くはしごがある。力のある者であれば樽を門の上に運び標的となる場所まで投げることができるじゃろう。わしの銃に悔いはない。それじゃ Okay. Takuma kann Leitern besteigen, kann keine Personen tragen, kann nicht ins Wasser gehen. Der kann bloß da oben sitzen und... wenn ich den auswähle... aber... ich kann von ganz da unten bis da hoch
im Hayato. Ich habe gedacht, es geht bloß ein Stockwerk. Ist ja geil. Sieben Schuss hat er. Weißt du was? Peng! Ich bin auch froh, dass er auf unserer Seite ist. Peng! So, jetzt haben wir noch vier Schuss. Lass mich mal überlegen. Wen zerlegen wir denn noch? Einen Schuss muss ich mir ja, glaube ich, aufheben, damit der diese Fässer da abknallen kann. Ja, unten lang gehen wäre echt doof. Weil da ist ein Strohhut, an den ich nicht rankomme. Den müsste ich abknallen. Weißt du was? Okay. Klingt fast so wie so eine Anglergeschichte. Ich habe 10-mal geschossen, aber 15 Leute gekillt. Und ein Schuss waren gleich 6 Stück weg. Oder so. Wie zerfetzt sie eigentlich, wenn ich da das Fass runterschmeiß? Lass mich mal kurz noch gucken. Ah ja, da sind Leitern. Wegen dem Ding hier aber, schätze ich mal, muss ich außen rumlaufen. Den hier auswählen, weil das Zahlenkreuz, das Fadenkreuz geht mir irgendwie auf den Keks. Okay. Ah, da sind noch eine Menge Gegner. Und ich würde sagen, das schaffe ich dann erst in der nächsten Folge. Da gucken wir uns dann an, wie die hier das Tor stürmen. Verbündeter. Okay. Der tut mir nix. Aber der Rest, den müssen wir irgendwie zerlegen. Und das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Allerhopp. Bis dann.